Willkommen zurück bei Fireworks Mania. Ja, es gibt schon wieder ein Update. Ja, wenn es nach so einer bestimmten Umweltbehörde gehen würde, würden die Straßen so aussehen. Da sagen wir aber, nö, machen wir nicht mit den Scheiß. So, Freunde, wir haben ein paar neue Raketen bekommen. Einmal eine Homemade-Rakete. Ja, sitzt Druck hinter, kann ich euch versprechen. Richtig Druck hinter. Mir ist da eine hingefallen. Also die muss ich noch mal eben. Wir wollen ja nichts verschwenden. Ne? Ihr wisst das ja. Gut, ich dachte, die bleibt jetzt an der Barriere da. Oh, gefährlich an der Tankstelle. Naja, gut. Wir haben Zink, ich glaube 901 und 902 drin. Haben mich jetzt nicht so überzeugt, muss ich sagen. Ich glaube, da hätte der Knall von der anderen besser zugepasst. Ansonsten ist gut, ja. Und die fand ich sehr nett. Fand ich, wie die ihren Aufstieg ändert. Also das ist gut gemacht, gut gemacht. Gut, das Bouquet hätte man größer machen können, aber hey. So, das war... Keine Ahnung. Ich glaube, ein Böller. Den testen wir also erst später. Wir haben Monsterbombenrohre. Das sieht ganz schick aus. Hoppala. Den konnten wir jetzt aber nicht richtig sehen. Da müssen wir nochmal einen nachlegen. Monster. 50 mm. So, wir drehen ihn mal so und... Na. So würde ich sagen. So. Ja, er geht verdammt schnell hoch. Ganz schick. Ganz schick. Ja. So, die haben wir noch mal in klein. Hoppala. Oh, der kommt jetzt überraschend. War gar nicht so schlecht, du. Ja, wir sind zwar umgefallen. Ich weiß, man könnte jetzt auch hinstellen, aber das wird ja keinen Spaß machen. So, einen kleinen Böller hier. Ganz vergessen, wie der hieß. Es war kein Böller, okay. Ja, jetzt weiß ich auch, dass das für Luftheuler steht. Okay, das waren die Herschel 50 oder so. Ja, ich habe mir nochmal den Giant Maroon gegönnt. Aber bin jetzt auch mal gespannt. Ich sag mal so, hält, was er verspricht, ne? Den gibt's auch nochmal in kleiner, aber der heißt nicht Maroon. Schön, blauen Leuchtstern. Schick. Und wir haben eine Homemade... 500 Gramm Smoke. Smoke. Jemand mit Smoke. Keine Ahnung. Granate oder so. Ist, ja. Ist halt so der Standard Breslauer, ne? Nebelt gut. Liebe Modder, den hätte ich gern noch in farbig. Oder wenigstens eine gelbe Flamme. Das wäre natürlich Luxus. Oh, der nebelt aber auch richtig gut. Okay. Ha. Könnten wir mal eine Challenge machen, ne? So die ganze Stadt einnebeln. Bis die Grafikkarte kotzt. Na, das machen wir vielleicht mal als Special. Wir haben auch neue Batterien. Erstmal die kleinen, ne? Sind alle aus dieser neuen Serie, die da jetzt kam. Ich keine Ahnung mehr, wie die hieß. Schöner Aufstieg. Und schöne Farben. Auch schick. Aha.
da kommt aber viel raus aus dem kleinen Ding. Also ich muss sagen, bis auf den Sound war das echt gut. Das ist übrigens aus... Ja, das sind die Overload-Cakes. Der Sound hat mir jetzt nicht so gefallen. Overload 3. Na? Das sieht echt gut aus mit dem Gold. Ja, kann man machen. Oh, auch schön. Noch besser. Ja, mach ich die Druck hinter, oder? Jetzt kommen die wieder mit so Pipi-Dingern hier an. Das ist ja. Aber sieht echt gut aus. Sehr nice. Wie gesagt, bis auf den Sound ist das echt schick. Ja, gut. Ah, komm, wir nehmen erst den Monster-Mix. Das andere sieht größer aus. Hoppala. Das ist auch so ein komischer Sound. Das ist, wenn du 20 mm hochschießt. Ja. Das Gelb, da ist ein bisschen zu too much, aber... Sieht aus wie so eine Ei-Explosion da oben. Und das Weiße sieht klasse aus, aber das Gelbe, das ist irgendwie... Aber schick hier, schick. Dass es stehen bleibt, doch. Dann nehmen wir mal das Riesending. Das ist Merkur. So. Aha. Ah. Auch schön, ja. Da passt der Knall dann auch wieder. Jetzt nicht mehr. Oh. Den habe ich nicht kommen sehen. Okay, da war der Fächer nicht absehbar. Also wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, war das eine 4D-Batterie, die in alle Richtungen schießt dann. Okay. So, da ist Crown noch irgendwas. Ich wollte gerade sagen, die haut nur Rauch aus, aber... Nö. Der Sound ist gut. Im Moment gerade noch ein bisschen popelig. Aber ich kenne jetzt auch die Originalbatterie nicht. Ist immer schwer zu beurteilen dann. Kannst das Ding ja nicht stärker machen, als es in Wirklichkeit ist. Ist jetzt so, bis jetzt 18 Uhr Feuerwerk, also. Mhm. Okay. Wird nach dem vierten Mal auch langweilig, also. Oh, oh. Dann haut er aber nochmal richtig einen raus hier. Schick. Feuertöpfe. War ja richtig gut. Können wir den Endteil vielleicht als separate Batterie haben? Das wäre ja richtig gut. Okay. Respekt. So, und die Royal Queen. Die letzte für heute. Batterie, sehr schön. Oh, mit verschiedenen Farben, ja. Da kommen ein paar Funke-Gefühle auf. Vor allem der Abschuss passt auch richtig gut. Bis jetzt, ja. Damit hast du die Straße schon mal beleuchtet, ne? Ja. Schritt weiter weggehen hier. Da stört die Wolke.
gut aus. Ui. Wow. Da hat sich mal richtig einer Mühe gegeben, also. Nicht schlecht, nicht schlecht. Wieso steht denn der hier noch? Haben die meinen Wunsch befolgt und das jetzt alles stehen bleibt? Dann her. Ja, das war's leider schon. Mehr kann ich euch heute leider nicht zeigen. Aber so wie die im Moment drauf sind, werden wir uns garantiert in der Woche wiedersehen oder so. Das, die hauen da ja eine Sache nach der anderen raus. Ich hatte in den Kommentaren schon mal geschrieben, richtig nice wäre so eine elektrische Zündung, wenn man das irgendwie hinkriegen würde. Das wäre jetzt so, was schön sich einen Punkt aussuchen kann, wo man hingehen kann. Ich möchte den, ich möchte den, ich möchte den. Das wäre Luxus. Aber naja, wir sind auch so zufrieden. Macht Spaß. Und wir sehen uns beim nächsten Workshop-Update. Macht's gut.